So, ich bin hier auf dem Gelände vom Helfer-Shuttle. Das ist von der Autobahn A61 gut zu sehen, weil da ist nämlich das Haribo-Gebäude auch direkt. Und hier hat sich mittlerweile ein riesiges Camp, schon fast eine kleine Ministadt hier, sag ich mal, aufgebaut in den letzten Wochen. Weil von hier aus werden die ganzen Helfer, die also hier, ob es am Tag oder vielleicht sogar für mehrere Tage ist, werden dann mit Bussen runter in die Orte gebracht. Somit müssen die alle nicht mit ihren Autos runter und die da irgendwo parken, wo sowieso kein Parkplatz ist. Und das ist natürlich perfekt. So, im Hintergrund wird gerade nochmal eine Rede gehalten von einer Art Zusammenfassung des Tages. Da sind eine ganze Menge Leute, die jetzt hier mit einem guten Bierchen und eben was zu essen hier bekommen. Und wir haben uns jetzt hier den Anhänger hingestellt. Also uns ist gut, den habe ich jetzt hier zur Verfügung gestellt, weil auf dem Anhänger können die jetzt hier den ganzen Tag über neueste Informationen veröffentlichen, auch vielleicht Hinweise, wo es dann wieder hingeht oder was vielleicht jetzt an Aktion ist. Und natürlich auch Bilder zeigen von den laufenden Tagen. Das ist natürlich auch mal schön, eine gesellige Runde, sich vielleicht mal abends selber mal zu sehen, wie man da angepackt hat, im Schlamm gestanden hat und den Leuten da geholfen hat. Das haben wir gemacht. Also wenn ihr jetzt da, sagen wir mal, ein Jucken in den Fingern, in den Armen spürt, dass ihr sagt, ich möchte auch mal meine Tätigkeit dazu einbringen, also hier mal mit Schlamm schütten oder vielleicht sogar wirklich als Handwerker aktiv sein, Elektriker, was auch immer, dann seid ihr hier oben also super gerne gesehen und könnt also hier mit der ganzen Truppe runterfahren und das macht echt Laune. Das ist ein tolles Gemeinschaftsgefühl hier, was die hier oben haben und mit wie viel Einsatz die das hier auch alles machen. Alles in eigener, mehr oder weniger privater Initiative.